Was geht ab, Leute? Willkommen zu unserem dritten Saisonspiel. Wir haben bisher 4 Punkte sammeln können, ein Unentschieden und einen Sieg. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, klickt mal in die Videobeschreibung, da sind beide Spiele verlinkt, falls ihr es verpasst habt. Und heute kommen wir zu dem Top-Favoriten unserer Liga und das ist Anatal. Und so ist unsere Aufstellung für heute. Und zwar spielen wir mit Christoph im Tor, in der Innenverteidigung Alibet und Daniel, Außenverteidiger Fasan und Abdallah, auf der 6 Murat und ich, auf der 10 Mika, außen rechts Tizian, links Saad und im Sturm mein Bruder. Es wird kein einfaches Spiel, ab zu den Highlights. Wir spielen hier wieder mal in Schwarz von links nach rechts und Anatal in Dunkelblau und hier ist auch schon der Anstoß. Hier hat Anatal einen Freischuss aus einer gefährlichen Situation und er schießt ihn auch sehr gut. Der geht an die Latte. Wir können den Ball hier noch nicht ganz klären aus der Gefahrenzone und jetzt Abdallah. Ich weiß nicht, ob Christoph noch dran war. Anatal mit einer Ecke hier, die kommt hier rein. Ich glaube, Saad klärt hier den Ball. Anatal immer noch im Ballbesitz. Es wird aber kein Druck erzeugt. Der kann ganz gemütlich einen Diago spielen. Der ist lange in der Luft. Fasan kriegt den nicht. Und dann kommt hier der Anatal-Spieler zum Abschluss. Jetzt haben wir hier einen Freistoß, Murat führt den aus, der geht über die Abwehr zu meinem Bruder und er spielt ihn über den Torwart und wir führen überraschend 1-0. Man muss sagen, Anatal macht hier die ganze Zeit das Spiel, wir spielen nur in unserer eigenen Hälfte Fußball und jetzt machen wir mit unserem ersten Torschuss das 0-1. Anatal hier wieder im Ballbesitz, die machen die ganze Zeit das Spiel, der spielt einen Ball nach außen, der will ihn jetzt ins Zentrum bringen, ist aber ein Fehlpass, jetzt kommt mein Bruder hier an den Ball. Der verliert ihn hier und ich will jetzt hier durchziehen, krieg's nicht hin, den Ball zu holen, muss mir die gelbe holen und hier wird schon von unserem Außenverteidiger abgeschaltet und der schiebt ihn einfach nur noch rechts unten rein und das ist das 1-1. Mein Bruder darf da eigentlich nicht den Ball verlieren und ich muss mir dann die gelbe Karte abholen und Fasan darf dann nicht abschalten. Der Keeper von Anatal fängt hier den Ball, will's schnell machen, macht einen hohen Abstoß, einen langen Abstoß. Der Anatal-Spieler verlängert nach außen. Und der nimmt ihn jetzt hier mit und Daniel ist da und klärt den Ball. Ja, ihr merkt, von uns kommt da nicht so viel. Anatal wieder hier kombiniert sich durch. Die spielen die ganze Zeit diese diagonalen Bälle. Der zieht hier nach innen und Daniel ist wieder da und klärt den Ball und verletzt sich noch hierbei. Und die haben sogar noch verlangt, dass die den Freischuss bekommen, aber es war ganz klares Foul an Daniel. Anatal wieder hier, spielt hier den Ball zurück zum Außenverteidiger, der zu dem Sechser. Und ratet, was kommt, ein Diago-Ball und er steht da ganz alleine. Und er trifft den Ball zugunsten von uns nicht gut genug. Man sieht es hier gerade nicht, es kommt ein hoher Ball. Abdallah und Daniel gehen dahin, sprechen sich nicht ab. Und dann ist Anatal hier im Ballbesitz. Der spielt hier nach außen und der in die Mitte. Und Abdallah kann dann noch mit der Grätsche gut genug stören, dass er den Ball übers Tor schiebt. Anatal auf den Außen wieder im Ballbesitz, die Kamera hängt kurz. So, und die spielen sich hier einen Doppelpass durch. Der bringt jetzt die Flanke in die Mitte, der klatscht an Alibets Rücken und der Nummer 7er kommt zum Abschluss. Christoph hält hier wirklich sehr gut und im Nachschuss schießt er den übers Tor. Und hier Anatal mit einer Ecke, der kommt an den Kopfball, der würde auch reingehen, aber Tizian auf der Linie mit seinen Haaren noch lenkt den Ball vorbei. Das war es auch schon zur ersten Halbzeit, wir gehen so 1-1 in die Pause und hier geht es direkt los, die wollen wieder einen Diago schlagen. Aber ja, hier klären wir zum Abstoß. Und bei uns, ihr seht es, vorne kam nichts zustande, was ich euch hier zeigen könnte. Hier kommt der Ball durch die Lücke. Tizian schläft, da läuft er nicht mit. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Und wir haben Glück gehabt, dass er den nicht reinmacht. Vor dem Tor mit dem Kopf macht er ihn übers Tor. Hier hat Anatal wieder eine Ecke. Alibert klärt den, der geht wieder nach außen. Der bringt ihn nochmal rein. Und er köpft ihn hier aufs Tor. Aber Christoph hat den, wird hier noch gefoult. Der wäre fast im Tor gelandet. Anatal mit einem Einwurf relativ weit vorne wieder in unserer Hälfte. Der bringt hier die Flanke, keiner stört ihn und dann kommt der ganz einfach zum Abschluss. Gut, dass er den nicht richtig trifft, sonst würde es 2-1 stehen. Hier ein Einwurf mal von uns. Mein Bruder kann den nicht ganz festmachen und jetzt ist hier Anatal wieder im Ballbesitz. Der spielt jetzt hier einen Diago-Ball zu der Nummer 12. Der hat hier ein bisschen Platz. Alibet gewinnt eigentlich diese Zweikämpfe immer, aber mit Glück kommt er da vorbei. Und Tizian hat den Ball jetzt hier, klärt den Ball auch, aber Anatal ist wieder da, geht hier an Murat vorbei. Dann Tizian kommt gut in den Zweikampf, aber dann macht er die Linie auf, sodass er ganz einfach vorbeigeht und bringt die Flanke an den ersten Pfosten. Und da ist der Spieler, Abdallah kommt da nicht mehr ran.
und die machen das 2-1. Auch wenn Anatol das ganze Spiel macht, wollen wir nicht aufgeben und noch den Ausgleich erzielen. Und 2 Minuten später kommen wir zu dieser Freistoßchance. Murat führt den aus, bringt den in die Mitte. Ich gehe da hoch, treffe den Ball wirklich sehr sauber, genau neben dem Pfosten, und ich mache das 2-2. Ich muss auch sagen, die Flanken von Murat kommen richtig gut an. Erstmal auf meinen Bruder und jetzt auf mich, seine zweite Vorlage für heute. Nochmal 2 Minuten später, Anatol hier im Ballbesitz. Hier kommen wir eigentlich gut in den Zweikampf. Albert hat den hier. Jetzt ist Tizi am Ball da. Aber ist wieder der Ballverlust. Die Nummer 8 spielt ihn in die Mitte. Die Kamera schwenkt nicht mit. Wir lassen ihn so ganz leicht nach hinten prallen. Können den nicht richtig klären. Und dann kommt er zum Abschluss. Und es ist das 3-2 in der 70. Minute. Anatol mit dem Einwurf. Daniel kann den Ball nach vorne köpfen zu meinem Bruder. Der macht den hier fest, rutscht aber weg. So kommt Anatol wieder im Ballbesitz. Die spielen sich hier einen Doppelpass. Der spielt direkt in die Mitte, der dreht sich hier auf und Tizian rettet da noch im letzten Moment, sonst wäre er wahrscheinlich reingegangen. Wieder mal aus einem Einwurf heraus ist Anatol hier am Ball. Der spielt hier in die Mitte. Albert kommt nicht in den Zweikampf ganz rein. Tizian kann hier den Ball abwehren. Der kommt nochmal nach außen zu der Nummer 12. Der in die Mitte, der erste kriegt den nicht und der zweite trifft ihn sehr schlecht. Haben wir richtig Glück gehabt vor dem Tor. Wieder mal eine Aktion von uns, Salah mit der Ecke. Und Saad kommt hier zum Kopfball und der geht knapp neben das Tor. Anatol mit dem langen Ball nach vorne. Abdallah mit dem Kopf. Der landet hier bei der Nummer 7. Der spielt nochmal zurück und direkt wieder der Diago. Und jetzt schwenkt die Kamera nicht mit, weil der Kameramann von einer Wespe angegriffen wird. Und das ist das 4-2. Und wir haben es nicht drauf wegen einer Wespe. Anatol mit der Ecke hier, die kommt an den ersten Pfosten. Salah geht mit seinem Mann nicht richtig mit, kommt nicht in den Zweikampf rein und das ist das 5-2 für Anatol. Und langsam wird es richtig ekelhaft. Anatol hier macht den Ball fest, der wird nicht richtig gestört, wir gehen da mit Angst hin. Der spielt ihn durch die Lücke, aber Salah kommt da noch ran, aber spielt ihn eher eine Vorlage, als dass er ihn abwehrt. Und der schiebt ihn einfach nur noch rein und das ist das 6-2 für Anatol. Und hier der anschließende Anstoß von uns. Wir spielen hier einmal nach hinten zu Murat. Murat mit dem Diago zu Salah. Salah kann den nicht kontrollieren. Anatol im Ballbesitz. Und das ist der Abpfiff. Und verlieren das Spiel mit 6-2. Ja, ihr habt es gesehen. Wir haben 6-2 verloren. Im Endeffekt ist das Ergebnis dann doch viel zu hoch. Wir haben eigentlich gut gegengehalten, auch wenn die meisten Chancen Anatol hat und die das Spiel bestimmt haben. Im Endeffekt waren die Tore sehr einfach zu verteidigen und wir machen da einfach sehr einfache Fehler, die dann bestraft werden. Und das nächste Spiel kommt schon am Samstag. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann einfach mal jetzt auf Abonnieren klicken, gebt dem Video einen Daumen hoch und kommentiert, was wir besser machen können. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.